So, herzlich willkommen. Es fehlen jetzt hier vorne noch ein Referent, eine Referentin. Dennoch fangen wir jetzt an. Ich möchte Sie ganz herzlich hier begrüßen bei uns hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Stefan Timmel und ich arbeite hier in der Stiftung als Referent für Wohnungs- und Stadtentwicklung. Und an dieser Konferenz hier heute wollen wir unter der Überschrift RLS Cities gemeinsam diskutieren. Wir haben uns diese Frage gestellt: Was ist aktuell eine rebellische, eine linke, eine solidarische, also RLS, Wohnungs-, Mieten- und Stadtentwicklungspolitik? Das heißt auch für uns, was sind aktuelle politische Praxen, was sind gerade aktuell die politischen Schlüsselthemen und natürlich auch, und insofern ist dieses Datum heute auch gewählt, was ziehen wir für eine informelle Halbzeitbilanz von Rot-Rot-Grün, was muss auch noch auf die Agenda für die zuerst mal 2,5 Jahre, aus meiner Sicht hoffentlich mehr, was muss noch auf die rot-grüne Agenda? Mit dieser Konferenz hier wollen wir kommunalpolitisch aktive Mandatsträger, Mandatsträgerinnen, Vertreterinnen von Initiativen, Gruppen und Bewegungen, Betroffene, kritische Wissenschaft, Verwaltung und Verbände ansprechen, also irgendwie alle. Und wir wollen sowohl Mut machen für eine noch stärkere Vernetzung als auch ein Forum bieten hier wir als Stiftung für noch mehr inhaltlichen Austausch über diese eben schon erwähnte politische Praxis. Eben, was will und was kann und was muss linke Stadt- und Wohnungspolitik. Das Mobilisieren, das Interesse dafür zu wecken, ist uns zuerst mal gelungen. Wir haben mehr als 500 Anmeldungen für heute und für morgen. Es war ein Versuch, ein Wagnis, das nicht am Wochenende zu machen, sondern an einem Donnerstag und Freitag. Der Zuspruch bestätigt uns, dass das richtig war, weil viele Aktive einfach auch im Grunde jedes Wochenende für ihr Thema auf der Straße sind, in den Initiativen, in Versammlungen, wo auch immer. Wir konnten über 70 Referentinnen, Expertinnen, Aktivistinnen gewinnen, für unsere Panels, also viele Themen, viele Diskussionen, morgen auch viele parallele Angebote. Apropos dann übermorgen. Direkt im Anschluss an unsere Konferenz hier findet am gleichen Ort hier im Saal am Samstag, den 2. März von 10 bis 19 Uhr das 15. Hermann-Henselmann-Kolloquium der Hermann-Henselmann-Stiftung zum Thema Planungskultur statt. Und hier im Rahmen unserer Reihe 100 Jahre Groß-Berlin behandeln wir mit einem ganz spannenden Programm, auch mit sehr vielen Referentinnen, die Entwicklungsfaktoren der Großstadtregion. Harald Bodenschatz, den wir heute hier auch begrüßen können, hat diese Veranstaltung wesentlich konzipiert. Ich sage das auch, weil viele Themen, die wir jetzt hier heute vertiefen wollen, weil es fehlen Themen. Die Vertiefung der Fragen, die wir heute und morgen hier diskutieren und die vielen Themen, die wir eben in diesen 1,5 Tagen nicht behandeln können, sind aber für uns auch Anlässe, weiterzumachen, zur nächsten, zur übernächsten und so weiter, RLS Cities-Konferenz dann auch wieder einzuladen. Also, wir werden uns heute hoffentlich nicht zum letzten Mal gesehen haben. Nicht nur in Berlin, nicht nur in den Städten, aber eben natürlich vor allem in den Städten, hat sich in den letzten Jahren eine ganz breite, sehr vielfältige, sehr bunte, sehr kreative, sehr schlagkräftige und auch, wie ich finde, unermüdliche Praxis des Widerstands entwickelt. Und das ist gut so und das gibt auch Hoffnung und das schafft auch Solidarität. Und dafür braucht es auch immer wieder Orte und Gelegenheiten des Austausches über eben diese politische Praxis, über Erfahrungen, über Erfolge, auch Niederlagen. Und eben diese Plattform wollen wir bieten. Nochmal,
mit dieser Konferenz eben heißt, geht es nicht nur um Rosa, sondern auch um Rubellisch. Es geht nicht nur um Luxemburg, sondern auch um Links und nicht nur um die Stiftung, sondern auch um Solidarisch. An der Vorbereitung dieser Konferenz haben natürlich ganz viele mitgewirkt und das möchte ich kurz erwähnen und ein Dankeschön aussprechen an den Bereich politische Kommunikation hier bei uns im Haus mit dem Referat Publikationen, die dafür gesorgt haben, dass wir mehrere druckfrische Publikationen hier heute vorliegen haben und morgen auch intensiv vorstellen können. Ja, gerne. Ebenso natürlich an unser unsere Online-Redaktion für die Bewerbung und dann an das Veranstaltungsmanagement der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ohne die, also keine Räume, keine Technik, kein Kaffee, ohne das Veranstaltungsmanagement. Von meiner Seite auch ein großes Danke an die Kollegin von Mediaservice, mit denen ich schon seit vielen Jahren hervorragend zusammenarbeite, hier auch wieder, die für auch die Gestaltung verantwortlich waren. Und dann einen ganz herzlichen Dank, ich glaube, sie ist gerade draußen, an Anastasia Blinzow, die mich bei der Vorbereitung dieser großen Konferenz ganz, ganz exzellent in den letzten Wochen unterstützt hat. Ich glaube, sie sitzt leider gerade draußen am Empfang, aber ich hoffe, sie hört das trotzdem. In dem Sinne wünsche ich uns allen, Ihnen allen, eine spannende, erfolgreiche und auch folgenreiche Konferenz und möchte noch zwei, drei Kleinigkeiten als Hinweise sagen. Erstens, bitte tragen Sie sich doch in die ausliegenden Listen ein, falls Sie das nicht schon gemacht haben. Das ist für die Rosa-Luxemburg-Stiftung wichtig, diese Nachweise für den Zuwendungsgeber. Dann, es werden heute und auch morgen Filmaufnahmen gemacht, auch in den Seminaren, in den Panels. Wer das nicht möchte, wer also nicht im Bild erscheinen möchte, bitte einfach bei der Moderation melden, dann wird das berücksichtigt. Und ich möchte auch noch ganz ausdrücklich auf heute Abend hinweisen, unser Gespräch, RLS Cities Gespräch im Salon um 19 Uhr, dort unterhält sich Mario Candeas, der Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse hier bei uns im Haus, mit Jaime Palomera, einem Wissenschaftler und Aktivist aus Barcelona. Er ist Mitgründer der Mieterinnengewerkschaft in Spanien, in den aktuellen Kämpfen ganz stark in Barcelona verwickelt, seit vielen Jahren ein langjähriger Aktivist und wir freuen uns sehr, dass er da ist und wir eben heute Abend dieses Gespräch mit ihm führen können. Morgen früh geht es dann um 9.30 Uhr los mit 6 parallelen Workshops, 2 hier, wir teilen den Raum, 4 im Seminartrakt auf der anderen Seite von unserem Gebäude. Das geht bis 12 Uhr, dann haben wir von 12 bis 13 Uhr eine kleine Pause, wo wir natürlich auch eine Stärkung hier anbieten können. Und nach der Pause geht es weiter, 13 bis 15.30 Uhr wiederum mit 6 Panels und Seminaren. Um 16 Uhr haben wir dann die Abschlussdiskussion und obwohl wir auch da wieder ein ganz, ganz spannendes, vielfältiges Podium haben, haben wir gesagt, Freitagabend um 17 Uhr machen wir Schluss. Also 16 bis 17 Uhr, bitte noch da bleiben, das wird, glaube ich, nochmal hochspannend, aber es wird nicht länger werden. Ja, und dann noch ein Hinweis, um den ich auch gebeten wurde, nach der Konferenz ist vor der Gala, bis im Kiez, die meisten von Ihnen werden das kennen, am Freitagabend machen eine Gala und haben mich gebeten, darauf hinzuweisen, sie nennen das Gala der Solidarität gegen Verdrängung und Verdrängende. Verdrängung und Verdrängende beim Namen nennen, das Recht auf Stadt feiern, ist das Motto. Morgen ab 19 Uhr im Festsaal Kreuzberg mit einem ganz, ganz tollen Programm. Ein guter Abschluss, denke ich, auch für die, die von weiter weggekommen sind und für alle Berlinerinnen natürlich sowieso. Und jetzt zum Schluss noch eine schlechte und eine gute Nachricht.
Gerade jetzt haben mich zwei krankheitsbedingte Absagen erreicht. Einmal muss ich Sandy Kaltenborn von Kotti und Co. entschuldigen. Der kann leider nicht kommen. Und unser Moderator Tom Strohschneider musste heute ebenfalls wegen Krankheit absagen. Soweit die schlechte. Die gute Nachricht ist aber dann natürlich auch, dass wir mehr Zeit haben für die vier Perspektiven, die uns heute bleiben. Abstand zum Mikro, ja, gerne, danke. Dass wir mehr Zeit haben für die vier Perspektiven, die uns dann bleiben. Und ich freue mich sehr, dass Nicola Schuster, Redakteur beim Neuen Deutschland für Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, sich eben heute Morgen ganz spontan bereit erklärt hat, für heute Nachmittag die Moderation zu übernehmen. Und ganz herzlichen Dank dafür. Und in diesem Sinne, Nicola, übergebe ich das jetzt dir. Dankeschön. Ja, ich muss hier noch ein bisschen testen. Ja, dankeschön. Ja, rebellisch und solidarisch sind ja auf jeden Fall die Mieter dieser Stadt, wie wir das in den letzten Jahren hier erlebt haben. Ich glaube, nicht jeder von den Mietern weiß, dass er damit eigentlich auch links ist, aber ja, es gab ein großes Aufbegehren. Man kann das auch gut erkennen an dem Berliner Mieterverein, der sich in den letzten Jahren, man kann ihm bei der Radikalisierung, konnte man ihm zugucken in den letzten Jahren, während davor er zwar Einzelfälle bearbeitet hat und so weiter, aber die politischen Statements waren nicht so reichlich wie jetzt. Inzwischen ist es ja fast täglich so, dass der Mieterverein eine sehr linke Position eigentlich verschickt in vielen Fragen. Er spricht sich ja zum Beispiel auch für die Unterstützung des Enteignungsvolksbegehrens aus und solche Dinge, die wahrscheinlich vor 5 Jahren noch relativ schmutzig gewesen wären. Genau, aber davon ab, viele Mieter sind bedroht durch Verdrängung und neue, nach Berlin zuziehende Menschen können sich es häufig nicht leisten, eine Wohnung zu bekommen. Oder wenn, dann mit großen Abstrichen. Das heißt, viel weiter draußen, schlechter angebunden, als sie gedacht hatten. Und viele Menschen rücken auch mehr zusammen. Also man sieht das gerade in den Innenstadtbezirken, da kommen wir langsam wieder zu Verhältnissen, wo eine Familie in einem Zimmer quasi wohnt und in einer Dreizimmerwohnung dann 10 Leute, zum Teil 15, je nachdem. Das heißt, es ist etwas gründlich schiefgelaufen in den letzten Jahren. Was die Bundesregierung bisher anscheinend nicht so umtreibt. Es hat aber auch natürlich für viel Solidarität gesorgt, viel Aufbegehren. Es gab eine sehr große Mieterdemonstration letztes Jahr im April. Es wird dieses Jahr im April wieder eine geben, die wahrscheinlich noch viel größer ausfallen wird, weil einfach die Verdrängungsbedrohung bis weit in die Mittelschicht, bis in die obere Mittelschicht sogar inzwischen vorangeht. Und dieser Senat, diese rot-rot-grüne Koalition ist ja angetreten, daran etwas zu ändern. Wir haben ungefähr Halbzeit. Es sind einige Veränderungen zu beobachten. Langsam, kann man sagen, häufen sich vor allem in der Abwehr von Verdrängungsbedrohungen durch Konzerne, durch einzelne Hauseigentümer, mehren sich tatsächlich die Erfolge, aber es reicht bei weitem nicht. Und hier unser Podium, was noch nicht ganz vollzählig ist, Rainer Wild, der Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein, fehlt leider noch, wir hoffen, dass er noch kommt. Deswegen stelle ich erstmal das restliche Podium vor, das ist einerseits
Harald Bodenschatz, der Stadtplaner und Sozialwissenschaftler, emeritierter Professor der TU Berlin, der ist zu meiner Rechten, Herr Bodenschatz, dann André Holm, Stadtsoziologe. Sind Sie wieder an der Humboldt-Universität? Ich weiß es. Ab morgen ist er wieder an der Humboldt-Universität. Das war ja auch ein rebellischer und solidarischer Kampf, dass das möglich ist. Und zu meiner Linken Katalin Genburg, die Abgeordnete der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus, die auch so rebellisch ist, dass sowohl in der eigenen Partei als auch beim regierenden Bürgermeister immer mal wieder Stirnrunzeln kommt, wenn Frau Genburg mit etwas nicht zufrieden ist. Frau Genburg wollte... Frau Genburg wollte explizit nicht den ersten Beitrag heute machen, deswegen wende ich mich an Herrn Bodenschatz, der eben aus der stadtplanerischen Blick kommt, das heißt etwas grundsätzlicher über Stadtplanung und deren Implikationen sprechen wird. Ach so, ja, gerne. Ja, erst einmal vielen Dank auch für die Einladung, und ich möchte vorwegschicken, ich finde es ganz ausgezeichnet, dass wir diese Plattform auch nicht, offensichtlich nicht als einmaliges Ereignis, sondern vielleicht mit einer Kontinuität hier erleben dürfen. Tatsächlich fehlen solche Plattformen, die durchaus auch einen dialogischen Streit ermöglichen sollen, nicht nur sich selbst bestätigen, aber ich finde das ganz ausgezeichnet. Wir haben, besonders wenn man älter ist, haben wir das Auf und Ab von solchen Plattformen erlebt, und wir erleben eigentlich im Moment ein ganz großes Vakuum. Es gibt kaum mehr Plattformen, wo diese Themen hier diskutiert werden. Nun, ich soll jetzt die Stadtplanung vertreten. Ich habe mich auch schon gefragt, RLS. LS kann ich mir vorstellen, rebellisch ist mir nicht so ganz klar geworden. Das liegt aber vielleicht auch an mir. Ich würde da eher programmatisch dazu sagen, aber das wird vielleicht auch noch klar sein. Ich gehe mal ganz klassisch von der Koalitionsvereinbarung des Berliner Senats am Ende 2016 aus. Dort sind die allerersten Worte, die Sie finden, die Startlosung der Koalitionsvereinbarung: Berlin gemeinsam gestalten, solidarisch, nachhaltig, weltoffen, SNW sozusagen. In der Präambel heißt es unter anderem, in die Legislaturperiode dieser rot-rot-grünen Koalition fällt der 100. Geburtstag der Schaffung von Groß-Berlin im Jahr 1920. Und dann kommt's: Die Koalition sieht ihre Idee der sozialen, ökologischen und demokratischen Modernisierung in der Tradition dieses Reformwerks. Damit sind viele Punkte angesprochen. Stadtentwicklung soll sozialer, ökologischer und demokratischer werden. Das ist ein Zukunftsversprechen. Aber dieses Zukunftsversprechen wird nicht wie üblich in dieser Stadt, so wie ich es jedenfalls erlebe, ahistorisch geschichtsfrei formuliert. Im Gegenteil, die Auseinandersetzung mit der besonderen Geschichte dieser Stadt wird als Teil der Erarbeitung eines Zukunftsprogramms gesehen. Die Stadtentwicklungspolitik der Weimarer Republik wird dabei als mögliches Reformwerk eingeschätzt, das sicher nicht kopiert, aber doch analysiert werden muss. Mit dieser Losung, dieser Tagung RLS, hier haben wir dann einen flotten Neuner. Mit dem Blick auf die gesamte Regierungskoalition: solidarisch, nachhaltig, weltoffen, dann in der Präambel sozial, ökologisch, demokratisch, und nun auf dieser Konferenz rebellisch, links, solidarisch. Ist das hiesige hier parteipolitisch gemeint oder als Position gegen die regierende
Koalition, irgendwas dazwischen vermute ich. Wir sehen jedenfalls, alle Begriffe sind irgendwie gut. Aber nur ein Begriff kommt zweimal vor, solidarisch. Und alle Begriffe stimmen nahezu überall und zu jedem Zeitpunkt, nicht nur in Berlin. Was heißt das aber mit Blick auf die Berliner Stadtplanung? Was braucht Berlin besonders? Wo sind die gesellschaftlichen Herausforderungen? Und was kann Stadtplanung überhaupt leisten? Ich werde jetzt hier nicht auf die Wohnungsfrage eingehen, weil ich davon eigentlich ausgegangen bin, dass die zuerst kommt, aber die kommt ja dann. Und was heißt das? Stadt für alle. Das sind alles nicht nur Fragen, sondern alles gesellschaftliche Konfliktfelder. Zur Wohnungsfrage werden wir dann noch hören. Aber es ist klar und gibt sicher Konsens, Wohnungsfrage darf nicht isoliert betrachtet werden, sie ist Teil auch der Stadtentwicklung. Wir kennen die weiteren drängenden Fragen, allen voran die Verkehrsfrage, die sogenannte Verkehrswende, aber auch die Schulfrage und damit auch die desolate bauliche Situation vieler Schulen. Die jetzige Regierung, könnte man zugespitzt sagen, wird getrieben von den Folgen der Fehler früherer Jahrzehnte, von maroden Häusern, Stadträumen und Infrastrukturen, von vernachlässigten Grünbereichen, aber auch von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die gegen diesen Verfall und Verdrängung natürlich kämpfen. Sie kommt deshalb kaum zum Luftholen, um langfristige Weichen zu stellen. Nachhaltigkeit freilich auch und vor allem vergesst nicht die künftigen Generationen. Belastet sie nicht noch weiter mit Problemen, die wir heute schaffen. Stadt für alle, das heißt auch Stadt für die Bewohner von morgen und übermorgen. Diese Perspektive muss insbesondere die Stadtplanung im Blick behalten. Auf der anderen Seite arbeitet diese Koalition ja unübersehbar an all diesen Problemen. Sie verkündet eine grüne Charta, ein Mobilitätsgesetz, ein Investitionsprogramm zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs, ein Wohnungsbau- und Wohnungskaufprogramm, ein Schulsanierungsprogramm und so weiter. Sie weiß natürlich auch, dass sie all das nur schwer umsetzen kann, weil die Ressourcen nach dem Kahlschlag der öffentlichen Hand unzureichend sind. Die finanziellen Mittel, die rechtlichen Instrumente, die personelle Ausstattung in der Verwaltung. Und es gelingt ihr nicht, all diese Teilprogramme in ein überzeugendes Gesamtprogramm für diese wachsende Stadt einzubinden. Wir brauchen aber beides, den Streit über aktuelle Themen, aber auch Debatten über langfristige programmatische Ziele. Ein aktuelles Thema beherrscht auch diese Veranstaltung, die Wohnungsfrage. Ein weiteres Schlüsselthema ist zweifellos die sogenannte Verkehrswende, ein Themenfeld, das auch sehr umstritten ist, wo es wie in der Wohnungsfrage auch um einflussreiche Interessen und große Geschäfte geht. Die Rede von der Verkehrswende bleibt oft abstrakt oder sie mündet in einer Fragmentierung des öffentlichen Raums mit eigenen Bahnen für die Autos, für Fahrräder, für Fußgänger, nun auch für Elektroroller und andere Gefährte, möglichst alles gegeneinander abgepollert und mit unterschiedlichsten Signalfarben markiert. Meines Erachtens ist die Herausforderung eine andere. Wie können die bestehenden Hauptstraßen dieser Stadt, das tragende Gerüst dieser Stadt, in eine nachhaltige Zukunft geführt werden? Ihr Profil ist vorgegeben, begrenzt. Wie aber muss es neu aufgeteilt werden? Was ist Straßengerechtigkeit? Wie kann es dann gestaltet werden? Jenseits der Einzellogik der unterschiedlichen Verkehre. Der Streit um die Straße ist der zweite große Konflikt neben dem Streit um die Wohnung. Doch es gibt ein weiteres großes und teures Konfliktfeld, die stadttechnische Infrastruktur. Wir sind eigentlich alle, das gilt auch für unsere Professionen, nicht genügend darauf vorbereitet, dass der größte Teil unserer stadttechnischen Infrastruktur in die Jahre gekommen ist und oft marode geworden ist. Erinnert sei nur an die Stadtautobahn, an die U-Bahnen, an die vielen Brücken, an die Tunnels, auch an die Schulen. Zur Sanierung dieser Infrastruktur werden Gelder in einer Größenordnung in die Hand genommen werden müssen, die gewaltig sind und viele, viele unserer Themen und Themenbereiche weit, bei Weitem übersteigen. Wir, das sind ja nicht nur die Verwaltung, sondern eben auch die Fachleute, hätten längst darüber nachdenken müssen, wie die Sanierungsgelder für diese Riesenprojekte so verwendet werden können, dass sie nicht unbedingt den Status quo wiederherstellen,
sondern die Situation verbessern. Das gilt vor allem für die Großprojekte des autogerechten Stadtausbaus. Wie soll der innere Stadtautobahnring weiterentwickelt werden oder umentwickelt? Wie die Tunnels und die Brücken, wie die Schulen? Sollten nicht Schulen, insbesondere neue Schulen, aber zum Teil auch alte Schulen, zu Stadtteilkronen weiterentwickelt werden, als unübersehbares Zeichen, dass uns die künftigen Generationen wichtig sind? Ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte, liegt vor meinem Arbeitsplatz an der TU, die Hardenbergstraße, eine Hauptstraße der City West. Sie war bis vor kurzem eine Riesenbaustelle wegen der Sanierung der U-Bahn-Röhre. Hat man diese Chance genutzt, sie im Sinne der Verkehrswende wenigstens ein bisschen nachhaltiger zu gestalten? Leider nein. Die Straße ist mindestens so unwirtlich wie zuvor. Eine vertane Chance. Ein ähnlicher Fall droht am Mühlendamm. Hier müssen wir alle mehr aufpassen. Und es gibt eine weitere Blindstelle, die sogenannte Außenstadt. Nahezu 90%, ganz salopp geschätzt, der Aufmerksamkeit bezieht sich auf die Innenstadt und deren Probleme. Auch in unserer Veranstaltung hier sicher ist es sicher ungleich verteilt. In der Innenstadt leben aber nur, zumindest einmal, das muss man zur Kenntnis nehmen, 25% der Einwohner des Großraums. 50% leben in der Außenstadt, 25% im Umland. Keineswegs alle leben in der Außenstadt gezwungenermaßen. Dort aber stellt sich die Verkehrswende anders als in der Innenstadt und auch die Versorgung mit Infrastruktur. Was die programmatische Ebene der Stadtentwicklung betrifft, so kommt sie, darüber besteht sicher Konsens, viel zu kurz. In der Weimarer Republik wurde ein relativ breites und auch funktionierendes kommunal-wirtschaftliches System des Städtebaus institutionalisiert. Im deutlichen Gegensatz zum privatwirtschaftlichen Städtebau der Kaiserzeit, aber auch im Gegensatz zum späteren staatswirtschaftlichen System des Städtebaus in der nationalsozialistischen Zeit und in der DDR-Zeit. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der gemeint ist in der Präambel der Koalition. Wir können aber dieses System natürlich nicht einfach kopieren, aber wir sollten versuchen, eine zeitgemäße Version dieses kommunalwirtschaftlichen Städtebaus heute anzustreben. Das betrifft die kommunale Steuerung und Kontrolle wesentlicher Bereiche großstädtischen Alltags. Bezahlbare Wohnungen, öffentlicher Verkehr, Energie, Schulen, Großstadtgrün, Gestaltung von Straßen und Plätzen. Dafür wurden damals zahlreiche neue Träger aufgebaut, damit ein solches Programm überhaupt umgesetzt werden konnte. Etwa die BVG und die gemeinnützige Wohnungswirtschaft. Als ein Finanzierungsinstrument des Wohnungsbaus dient eine besondere Steuer, die Hauszinssteuer. Flankiert wurde diese Politik durch eine aktive Bodenvorratspolitik, ein entscheidendes und unverzichtbares Instrument kommunalwirtschaftlichen Städtebaus. Ziel dieses Städtebaus war die Sorge um all die öffentlichen Güter, sozusagen das Konzept der Stadt als öffentliche Dienstleistung, eine Losung, die in der berühmten Bologneser Kommunalpolitik der 70er Jahre wieder aufgegriffen und modernisiert wurde. Wenn wir wirklich etwas nachhaltig verändern wollen, müssen wir langfristige Handlungsperspektiven entwickeln, ein stadtentwicklungspolitisches Programm, eine handlungsfähige Verwaltung, geeignete Trägerstrukturen, geeignete rechtliche und finanzielle Instrumente. Das klingt alles sehr, sehr utopisch, aber in den politisch und wirtschaftlich vollständig gebeutelten Berlin der Weimarer Republik war das ansatzweise möglich. Es gibt aber nicht nur Herausforderungen zu diskutieren, es gibt auch viele aktuelle Projekte in der Stadt, die sehr gut sind, die Vorbildcharakter haben könnten, die aber einfach nicht bekannt sind. Etwa einige Projekte, die auf der Stadtbaukonferenz Berlin gemeinsam weiterbauen, in diesem Monat vorgestellt wurden. Das ist nicht nur, denke ich, eine Frage der Propaganda. Meines Erachtens wird zu sehr verabsäumt, solche Projekte als Teil eines nachhaltigen Berlin-Programms überhaupt erst zu verstehen, zu denken und dann auch zu propagieren. Das betrifft etwa die vielen, vielen Beispiele zur Verbesserung von Stadtteilzentren. Sie könnten und müssten Teil des Programms der Förderung der Zentrenvielfalt Berlins sein. Ein wichtiges und nachhaltiges Erbe von Groß-Berlin.
ein Schlüsselthema nachhaltiger Stadtentwicklung. Das gilt auch für die zahlreichen Versuche, Hauptstraßen stadtverträglicher zu machen. Sie könnten als Teil einer zentralen Strategie der Zukunftsertüchtigung von Hauptstraßen fungieren. Das Schlüsselthema der Verkehrswende, wie ich meine. Schließlich werden zahlreiche Plätze neu gestaltet. Kaum einer merkt es, eine Art Platzprogramm. All das wären Projekte eines umfassenden Programms unter der Losung Stadt als öffentliche Dienstleistung. Sie werden vielleicht sagen, das betrifft ja nur zum Teil die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Das ist richtig, interessiert aber einen Stadtbürger nur sehr begrenzt. Erwartet wird eine gemeinsame Stadtregierung, ein gemeinsames Programm. Nur gemeinsam hat die jetzige Regierung auch eine Zukunft. Zusammenarbeit etwa zwischen Verkehrsverwaltung und Stadtentwicklungsverwaltung. Zusammenarbeit zwischen dem Senat und den Bezirken. Zusammenarbeit zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg. Und es bedeutet, das politische Ringen um ein Berlin-Programm nicht nur unter den politischen Parteien, sondern auch unter und mit den zivilgesellschaftlichen Initiativen, auch mit wirtschaftlichen Verbänden. In dem Zusammenhang ist der Aufbau einer solchen Plattform meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Wie lauteten doch die ersten Worte der Koalitionsvereinbarung Berlin gemeinsam gestalten? Ja, für alle, auch für künftige Generationen. Dankeschön. Was ich noch vorher vergessen hatte zu sagen, Nachfragen werden später nach der Pause, nach der Antwortrunde von Frau Lomscher, die für 16.30 Uhr, glaube ich, angesetzt ist, gebündelt behandelt. Also wir machen jetzt eigentlich nur ein Vortrags- und Podiumsfrageprogramm. Wenn Sie dann weitere Anliegen haben, dann bitte ich Sie zu gedulden, nachdem unsere Referentinnen und Referenten ihrerseits erstmal alles gesagt haben, wofür die Zeit reichte. Danke. Jetzt haben wir sozusagen einen stadtplanerischen Hintergrund zunächst gehört. Aber es geht ja eben nicht nur um die Gebäude, es geht ja auch um die Menschen, die da drin wohnen. Und wie ich schon eingangs erwähnt hatte, engagieren die sich ja immer mehr dafür, dort auch wohnen bleiben zu können. Und einen wichtigen Beitrag, um nicht der Propaganda der Immobilienindustrie aufzusitzen, leistet André Holm mit seinen Analysen zum Beispiel zu dem Punkt, dass der schöne Sicker-Effekt, also der demnach teurer Neubau dazu führt, dass billigere Altbauwohnungen frei werden, sodass alle von teurem Neubau etwas haben, eben durch die Arbeiten von André Holm unter anderem eben entlarvt werden als Lüge oder Fehlannahme. Und seine Arbeiten tragen dazu bei, die Situation besser zu verstehen, auch besser zu verstehen, was mögliche Lösungswege sind, und zwar ohne den Kommunismus auszurufen, wie viele, weil es ein bisschen komplizierter ist. Jedenfalls unter den gegebenen Bedingungen zu versuchen, Lösungswege zu erarbeiten. Und André Holm hat den Leuten viel Handwerkszeug und viel Beratung gegeben, damit sie auch die richtigen Forderungen stellen können oder erkennen können, was in ihrem Interesse ist. Lieber André.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die nette Anmoderation. Ich habe es jetzt nicht so einfach wie der Harald Bodenschatz, obwohl der Nikolas das jetzt so eingefädelt hätte, als würde ich jetzt hier einen wohnungspolitischen, immobilienwirtschaftlichen Einleitungsvortrag halten. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet, sondern bin relativ strikt dieser Einladung gefolgt und soll hier als, sagen wir mal, wissenschaftlicher, kritischer, wissenschaftlicher Geist und Begleiter auch der sozialen Bewegung und Regierungspolitik sozusagen ein bisschen reflektieren, was sich getan hat in den letzten Jahren, und habe so zwei grundsätzliche Anmerkungen. Also die erste Anmerkung: eine rebellische, linke, solidarische Stadtpolitik hat nie Halbzeit, also weil das ist eine Daueraufgabe, die ganz unabhängig von den jeweiligen Regierungskoalitionen vor uns steht. Und der zweite Punkt, da sind jetzt aber die Ansprechpartner alle krank gemeldet, dass es, glaube ich, dem Selbstverständnis von der Politik, die gemeinsam gestalten will, eigentlich nicht so gut zu Gesicht steht, dass man das so als die einen fragen und die anderen sollen antworten, weil eigentlich geht es darum, dass wir hier, und das werden wir sicher morgen in den vielen Workshops auch mal gemeinsame Ideen zusammentragen, ganz unabhängig, ob wir gerade in Regierungsverantwortung stehen oder nur als Initiative oder kritische Wissenschaft dabei sind, und dafür ist der Raum eigentlich da, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir das eigentlich alle so verstehen und über dieses "Wir fragen, sie antwortet" sozusagen großzügig hinwegsehen. So, du kannst da gar nichts für. So, die Frage war ja für die Veranstaltung: wie rebellisch, links, solidarisch ist die Stadtpolitik in Berlin? Und ich fange mal mit dem Rebellischen an. Also, wie rebellisch ist die Stadtpolitik in Berlin? Und dann müssen wir uns natürlich fragen, was ist eigentlich rebellisch sein? Was ist eine Rebellion? Und da ist ganz interessant, dass zumindest so in den sozialwissenschaftlichen Studien zwei Bedeutungszusammenhänge gibt. Das eine ist eher so ein sozialhistorischer Zusammenhang, dass man sagt, sozialgeschichtlicher Zusammenhang, eine Rebellion ist ein offen geführter, sich selbst legitimierender Widerstand gegen die jeweils herrschenden Eliten. Ja, je nach Auswahl derer, die da über Rebellion schreiben, kommt da sozusagen die Nutzung von Waffengewalt dazu oder auch nicht. Aber wir nehmen erstmal diesen Punkt. Es geht also um einen sich selbst legitimierenden Widerstand gegen die herrschenden Eliten und Verhältnisse. Ein zweites, eher ein soziologisches, man kennt es auch aus der Pädagogik, Verständnis von Rebellion ist ein ganz anderes. Es ist nämlich das von kollektiv formulierter und praktizierter Kritik an bisher etablierten Überzeugungen, Normen und Verfahren. Also wenn wir uns an Bilder aus der Pädagogik, die rebellischen Jugendlichen, die sich Löcher in Ohren und Nasen bohren oder tätowieren oder wild rebellieren, wenn der Lehrer eine bestimmte Ordnung will, wird ja auch als Rebellion beschrieben. Und ich glaube, dass beides für das Verständnis, wie rebellisch ist Berlin, relativ wichtig ist. Nehmen wir diesen ersten Punkt, also den selbstlegitimierten Widerstand gegen die herrschenden Eliten und Verhältnisse. Da kann man relativ deutlich sagen, Berlin ist in einem Dauerzustand von Rebellion. Ja, der Nikolas Schuster hat das schon gesagt, insbesondere die wachsende Zahl von Mieterinitiativen, Stadtteilinitiativen, Basisgruppen zu allen möglichen Themen rebelliert eigentlich in kleinen Mikrokonflikten in einem Fort gegen die jeweiligen Verhältnisse, Besitzverhältnisse in ihrem Haus, die Verwertungslogiken, die Stadtplanungsvorstellungen, die vielleicht nicht immer mit den Vorstellungen der Bewohnerschaft übereinstimmen. Und wir kennen sie alle, die Hausgemeinschaften, die die Mieterhöhung nicht akzeptieren wollen, die vielen kleinen Projekte, die als Urban Gardening sich irgendwelche Brachen häufig auch ohne Erlaubnis angeeignet haben, um da ihre Vorstellung des städtischen Lebens zu verwirklichen, Hausbesetzungen, die auf Leerstand aufmerksam machen, Stadtteilgruppen und Initiativen, die die Planungsprozesse selber in die Hand nehmen. Gerade letzte Woche wurde ja sozusagen der Prozess im Haus der Statistik groß gefeiert als ein ganz innovativer Planungsprozess. Das hätte es nicht gegeben, wenn da nicht eine Initiative beständig gesagt hätte, wir wollen hier mitreden und wir wollen nicht, dass dieses Haus abgerissen wird. Also alles ist sozusagen immer Ausdruck und Ergebnis von Rebellion. Und wir haben die Mieterinitiativen, die eigene Gesetze schreiben, wenn wir an den Mietenvolksentscheid denken oder jetzt sehr weitreichende Forderungen wie die Enteignungsforderung über einen Volksentscheid umsetzen wollen. Das ist die Rebellion, die Berlin beständig begleitet. Und man kann dabei
eine Besonderheit sehen. Wir können nämlich sehen, dass die Rebellion oder die sozialen Bewegungen in Berlin eine Entwicklung vom Protest zum Programm durchgemacht haben. Ja, vorhin wurde ja gesagt, der Mieterverein, der hätte sich ganz stark radikalisiert. Das, was wir in den vielen anderen Protestbewegungen sehen, ist, dass von sozusagen sehr, sehr allgemeinen und unspezifischen Forderungen, Recht auf Stadt für alle, wir bleiben alle etc., einen Übergang zu sehen war zu einer Forderung von sehr konkreten Dingen, die auch politisch und realpolitisch umgesetzt werden können oder zumindest sollten. Das, was diese Bewegung im Moment erwarten und was auch mit dem Regierungsantritt von Rot-Rot-Grün eigentlich auf der Agenda stand, wer sich noch erinnert, die Linke hatte ja die großen Plakate, die Stadt gehört euch, das haben ja viele ernst genommen. Und man erwartet im Prinzip in diesen sozialen, bei vielen in den sozialen Bewegungen, die sich jetzt vom Protest zum Programm entwickelt haben, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch die Praxiserfahrung der tatsächlichen Mitgestaltung erleben. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, komme ich gleich zurück. Zweiter Punkt, das Regierungshandeln weist Momente der Neuorientierung auf und scheut aber die Rhetorik der Rebellion oder die Rhetorik des Aufbruchs. Die zweite These. An sich würde man sagen, naja, eine Rebellion einer Regierungskoalition ist sowieso eigentlich was Undenkbares, aber das stimmt nicht. Ja, und wir sehen das ja, ist nämlich nur ein scheinbares Paradox, denn auch hier geht es eigentlich um die beständige Konfrontation mit eingefahrenen Machtstrukturen, der Bruch mit der Immobilienverwertungskoalition, die sich gerade in den letzten Wochen und Monaten immer stärker zu Wort gemeldet hat und sowohl die Regierung als auch die Initiativen in der Stadt versucht, unter Druck zu setzen mit allen möglichen und unmöglichen historischen Vergleichen und Panikmache. Ich war auf einem Immobilienkongress, da wurde mir gesagt, wenn das mit der Enteignung in Berlin durchkommt, dann bricht die Wirtschaft in Deutschland zusammen, die Exportwirtschaft. So, ja, wir lachen. Die Begründung war so, wenn sich irgendwo auf der Welt herumspricht, dass der Schutz des Eigentums in Deutschland doch nicht so weit gediegen ist, wie wir der ganzen Welt seit vielen Jahren vorspielen, dann hätte das enorme Folgen und das wäre deshalb sozusagen unübersehbar, was da passiert. Das ist, glaube ich, relativer Unsinn. Also weil Enteignungen gehören ja auch jetzt schon in vielen Bereichen zur Praxis, aber das zeigt, mit welchen Geschützen da aufgefahren wird. Der Haus- und Grundeigentümerverband hat die letzte Verbandszeitschrift hier in Berlin mit einem großen Konterfei von Hugo Chavez, also dem ehemaligen Präsidenten von Venezuela, veröffentlicht, weil wir auf solche Verhältnisse zusteuern. Das, was dahinter stand, war eine perfide Argumentation, dass man nämlich gesagt hat, in Venezuela, da hätte es teilweise das Außerkraftsetzen der parlamentarischen Demokratie gegeben und dieser starke Präsident, der hätte sich von den Basisbewegungen treiben lassen in den Barrios, in den selbstverwalteten Betrieben in Venezuela. Und dasselbe, das versucht die linke Politik jetzt hier in Berlin mich auch zu machen, sich von den Volksbegehren treiben zu lassen, um irgendetwas durchzusetzen. Und deshalb solle jeder, das stand auch in der FAZ, der wissen will, wie es in Berlin in ein paar Jahren aussieht, schon mal jetzt nach Caracas fahren, um sich das anzuschauen. Also das sind sozusagen die Argumente. Ich illustriere das nur, um zu sagen, wir sind in einer Situation der zugespitzten Polarisierung in diesen Fragen. Das ist aber sozusagen nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. So, also es geht nämlich auch bei der Regierung darum, dass sie einen Bruch mit dieser Immobilienverwertungskoalition hinbekommt, die letzten Jahrzehnte die Stadtpolitik im Interesse der Immobilienwirtschaft durchgesetzt hat. Daneben gibt es einen großen Spielraum und da kann man tatsächlich von sozusagen einem rebellischen Aufbruch von Rot-Rot-Grün sprechen, wenn es darum geht, dass die Überzeugung von 20 Jahren neoliberaler Stadtpolitik umgekehrt worden. Ja, wir sind sozusagen jenseits des Sparzwangs. Die Koalition, nicht nur in der Koalitionsvereinbarung, hat gesagt, jetzt kommt das Jahrzehnt, wo wir investieren, wo wir ausgehen. Wir sind jenseits der Privatisierungspolitik. Nicht nur, dass gesagt wird, wir verkaufen nicht mehr, sondern jetzt wird gesagt, es gibt Zukaufsstrategien, es gibt Vorkaufsrechte für die Wohnungsbaugesellschaften, es gibt eine Diskussion, geht ein bisschen schleppender in Gang für eine aktive Liegenschaftspolitik, wo es auch darüber hinausgeht, nicht mehr nur zu sagen, jetzt wird nicht mehr weiter verkauft, sondern öffentliches Besitztum soll an dieser Stelle vergrößert werden in so eine schöne Ähnlichkeit tatsächlich mit dem, was in den 20er Jahren in Berlin da war. Und es ist relativ deutlich, dass es eben nicht mehr durchgehend diese unternehmerische Ausrichtung der Stadtpolitik gibt. Also das heißt, eigentlich beobachten wir in Berlin tatsächlich eine sozusagen
grundsätzliche Kehrtwende von vielen Vorzeichen der Stadtpolitik und die wird aber präsentiert in einer Stimmung der seriösen Sachverwaltung. Also sozusagen, also ich glaube, außer Florian Schmidt, der Baustadtrat in Kreuzberg, also der sozusagen auch das noch so kleinste Vorkaufsrecht sozusagen als wir kaufen die Stadt zurück und wir haben einen Masterplan, wie wir das machen, also der steht für eine Rhetorik des Wandels, alle anderen halten sich extrem zurück und ich glaube, das ist nicht gut. Also ich glaube, dass diese Veränderungen, die wir im Moment erleben, tatsächlich auch die Symbolik des Aufbruchs brauchen, um nämlich zu einem gesellschaftlich kenntlichen Projekt zu werden, was wahrnehmbar für andere ist. Also diese Wahrnehmung, die Harald Bodenschatz beschrieben hat für sozusagen das Herumwurschteln in verschiedenen Teilbereichen, das kommt ja auch daher, dass es kein Mut für eine gesamte Erzählung gibt. Und diese gesamte Erzählung muss sich nicht nur darauf beziehen, dass wir Verkehr, Wohnen, Stadtplanung, Bildung in einen großen Hut bringen, sondern das kann ja auch eine Erzählung sein, die sagt, wo soll sich die Stadt als Stadtgesellschaft hin entwickeln. Und da werden wir sicher die nächsten 2,5 Jahre noch viel Freude miteinander haben, das genauer auszudefinieren. Aus meiner Sicht, hatte ich schon gesagt, bringen die wohnungspolitischen Debatten im Moment in dieser Polarisierung die Möglichkeit für eine sehr klare Positionierung, also die diese Kenntlichkeit machen. Und ich glaube, dass es auch für eine Regierungspolitik sozusagen das Scheitern von Vorstellungen und Überzeugungen keine Niederlage sein muss, sondern eher der Punkt ist, an dem man deutlich macht, wo bestimmte Rahmenbedingungen das, was wir wirklich wollen, noch beschränken oder wo wir tatsächlich den Raum öffnen für neue Konfliktlinien und damit aber auch für neue Allianzen in der Stadt. Ja, und da bin ich ganz schnell dann wieder bei den rebellischen Initiativen, die wir in der Stadt haben. Und ich glaube, wenn wir eine Situation haben, wo die Richtung eigentlich stimmt, dann sollten wir den Mut haben zu zeigen, dass die Richtung stimmt. Dritte These, die Wechselwirkung der Rebellion von unten und der rebellischen Stadtpolitik ist ausbaufähig. Kennzeichen von einer rebellischen Stadtpolitik als Gesamtheit oder in anderen Kontexten sagen wir vielleicht auch munizipalistische Stadtpolitik, die wären eigentlich, dass Regierungspolitik und die Forderungen und Initiativen von Protestbewegungen, Basisinitiativen aufeinander abgestimmt erfolgen und Merkmale von solchen munizipalistischen Politiken sind, dass Personal und Entscheidungsträgerinnen verstärkt aus den Basisbewegungen rekrutiert werden, dass Ideen und Forderungen der Protestinitiativen aufgegriffen werden, dass neue Formen der Kollaboration entstehen, im Kleinen, aber auch auf der Ebene, wo stadtpolitische Konzepte diskutiert werden, dass es Politiken gibt, die ganz klar darauf ausgerichtet sind, die Bewegungsspielräume von Basisbewegungen zu erweitern. So. Und wenn wir uns das anschauen, dann gibt es da tatsächlich sehr unterschiedliche und fragmentierte Erfahrungen. Also gerade in vielen kleinen Projekten, wenn wir vielleicht an den Rückkauf oder die Kommunalisierung vom neuen Kreuzberger Zentrum, also einem sozialen Wohnungsbau am Cottbusser Tor mit über 300 Wohnungen, hat das jemand im Kopf? Fast 400? 360. Na, genau, also die schreibende Zunft, die kennt die Zahlen. So, also wo es zusammen mit dem Mieterrat und der Wohnungsbaugesellschaft und Bezirk und der Senatsverwaltung tatsächlich ein Erfolgsmodell der Kooperation gab. Auf dieser Ebene gibt es mehrere kleine Erfolge. Auf der anderen Seite gibt es genau auf derselben Ebene viel Frust. Also wenn man zum Beispiel an das sozusagen wirklich hervorragend konzipierte Projekt PS Wedding, also ein sozial orientiertes selbstorganisiertes Bauprojekt, was auf einer ehemaligen Schulfläche realisiert werden soll. Und diese Initiative gibt es, glaube ich, seit 5 oder 6 Jahren. Die hatten ganz viel Hoffnung mit dem rot-rot-grünen Regierungswechsel. Und die sind im Prinzip sozusagen zwischen Kompetenzstreitigkeiten das ist nicht mal ein Dreieck, also zwischen Bezirkverwaltung, zwischen Liegenschaftsverwaltung, zwischen den Eigeninteressen des Bezirksamts letztendlich fast aufgerieben worden, ja, und brauchen ja dringend Unterstützung, deren Perspektive fällt sozusagen eher negativ aus. Ja. Aber aus diesen sozusagen Punkten sollten wir auf jeden Fall
sozusagen ableiten und so weit lernen, sozusagen wie eine Kollaboration auf Projektebene aussehen kann. Was sehr positiv ist und glaube ich auch bei vielen von Initiativen so bewertet wird, ist, dass letztendlich sehr viele inhaltliche Forderungen, gerade der Mieterinitiativen der letzten Jahre, sozusagen ins Programm der Regierung gerutscht sind. Und Harald Bodenschatz hat vorhin ja schon so ein bisschen aus der Koalitionsvereinbarung vorgelesen. Ich erspare das so ein bisschen ins Detail zu gehen, aber allein wenn man die Überschriften sieht, bezahlbarer Wohnraum für alle, also das klingt eigentlich, weiß nicht, wie der Aufruf zu einer Demonstration, wie eine Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder wie irgendeine linke Forderungspublikation, das ist das Regierungsprogramm für 10 Seiten Wohnungspolitik. Ja, bezahlbarer Wohnraum für alle, das steht oben drüber. Und wenn man dann ins Detail dieser einzelnen Abschnitte geht, sieht man ganz viele von den konkreten Politiken, die jetzt Grundlage der Regierungsarbeit geworden sind, sind die Forderungen, die es in den Jahren davor aus den Initiativen von liegenschaftswohnungspolitischen, mietenpolitischen Initiativen gab, die da letztendlich aufgenommen worden. Und auch da wieder gibt es dieses kleine Missverhältnis. Die Forderungen sind präsent und viele von den Initiativen warten und wünschen sich, glaube ich, noch eine stärkere Einbeziehung in die Form der Umsetzung dieser Politik. Ja, also was ich vorhin schon gesagt habe, also man kommt vom Protest zum Programm und eigentlich will man, glaube ich, noch mehr in die Praxis und da wird es auf allen Seiten, sowohl auf der Seite von Verwaltung, Politik, aber eben auch auf der Seite von Bewegung, gemeinsame Überlegungen geben müssen, wie das aussehen kann. Zweiter Punkt, wie links ist die Stadtpolitik? Das wird ein bisschen kürzer. Also linke Politik haben wir vorhin auch schon als Konzept kennengelernt, steht für mich vor allen Dingen für öffentliche Verantwortung, gesellschaftliche Trägerschaft und eine radikale Demokratie. Und gerade nach den Erfahrungen von 20 Jahren Neoliberalismus, Sparpolitik, ist ein notwendiger Kern von linker Politik diese öffentliche Verantwortung in allen Fragen der Daseinsvorsorge und eine Stadtentwicklung im Interesse des Allgemeinwohls. Und es setzt eben öffentliche Trägerschaft und die Ausweitung gemeinwirtschaftlicher Prinzipien voraus. Und da sehen wir tatsächlich sozusagen im Prinzip die Umkehr der Politik des Ausverkaufs, der Privatisierung, die wir in den Jahren zuvor vielfach kritisiert haben. Das, was da aber noch fehlt, ist, dass ein öffentlicher und gemeinwirtschaftlicher Wohnungsbau, der jetzt vielfach eingefordert wird, der letztendlich eine strategische Orientierung auch in der Regierungskommunikation bietet, der ist grundsätzlich richtig und der setzt aber andere Strukturen voraus, als wir sie zurzeit haben. Und wir kennen das, glaube ich, alle, die sich mit den Details Auseinandersetzung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften beschäftigen, den Prinzip, jede Mietenkappung, jedes Zugeständnis für die Mieterin sozusagen mühsam abgetrotzt werden muss. Es gibt nicht das Selbstverständnis, dass man sagt, wir sind der öffentliche Wohnungsbau und unser Grundinteresse deckt sich mit dem Interesse der Mieterinnen und Mieter, sondern es muss, und es ist richtig, dass das zurzeit gemacht wird, in den Gesellschaftergesprächen, in den Verträgen, in Kooperationsvereinbarungen niedergeschrieben und dann im Detail nachverhandelt werden. Und diese Grundstruktur, die ist, glaube ich, extrem kräftezehrend. Also sich immer wieder eigentlich an den Standards abzuarbeiten. Und wenn man die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften stärkt mit Eigenkapital, wenn man Neubauprogramme von ihnen erstellen lässt, wenn man sie mit sozusagen Vorkaufsrechten, mit Zukäufen beauftragt, wird es eine Aufgabe sein, tatsächlich eine soziale Neuausrichtung dieser großen Wohnungsbaugesellschaften viel, viel stärker zu diskutieren. Also das sozusagen ist sicher richtig, das nicht an den Beginn der Regierungsarbeit gestellt zu haben, aber das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, weil in diesen GmbH- und Aktiengesellschaftsstrukturen in der jetzigen Verfasstheit werden die aus meiner Perspektive nicht auf Dauer ein Partner der sozialen Wohnversorgung sein. Ja? Also sie machen das im Moment, weil sie dazu gezwungen werden, aber eigentlich ist da eine andere Vorstellung oder ist ein anderes Zusammengehen denkbar. Ganz kleiner, konkreter Punkt, weil er gerade in den letzten Wochen viel diskutiert wurde, wie verträgt sich eigentlich eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit Form der Selbstverwaltung? Ja, wir haben gerade in den Wohnungsbaugesellschaften in Berlin eine ganze Reihe von ehemals besetzten Häusern, von gemeinsam verwalteten Häusern, die aus den
sagen wir, Hausbesetzungszyklen in den 80er und 90er Jahren herkommen. Da laufen jetzt die Pachtverträge auf und sozusagen das übliche Vorgehen der Wohnungsbaugesellschaft ist, na, wenn 30 Jahre Pachtvertrag ausgelaufen sind, dann machen wir jetzt einen richtig ordentlichen Mietvertrag daraus und schauen mal, wie wir das an die ortsübliche Vergleichsmiete heranführen. Ja, damit macht man Projekte kaputt. Also das gemeinschaftliche Wohnen braucht Formen der Selbstverwaltung, das braucht auch einen anderen Umgang mit Preisen, mit Verantwortung im Haus. Und da ist es zum Beispiel eine ganz wichtige Diskussion, wo es jetzt inzwischen auch kollektive Initiativen aus diesem Bereich gibt, die sagen, wir wollen kommunal und selbstverwaltet sein. Wir müssen hier keine eigene Genossenschaft gründen, ihr müsst uns das Haus auch nicht geben, aber es muss doch möglich sein, in solch riesigen Unternehmen Formen zu finden, wo eine unmittelbare, direkte Selbstverwaltung durch die Mieterin möglich ist. So, also das sind so Themen, wo wir die Konflikte aussehen mit den Wohnungsbaugesellschaften. Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage, wer ist eigentlich der künftige Partner von einem sozial orientierten Wohnungsbau, auch in Diskussionen mit, ich sag mal, etablierten und noch nicht ganz so etablierten Genossenschaften, sozusagen schlägt regelmäßig durch, dass die uns sagen, eure Vorstellung von einer sozial orientierten Mietenpolitik, wie wir sie vielleicht in den Konzepten zur Gemeinnützigkeit entwickelt haben, eure Vorstellung von Dauerbindung in Förderprogrammen, also dass dieser Wahnsinn beendet wird, dass man nur zeitlich befristete Mietpreis- und Belegungsbindungen aus den Förderprogrammen zieht, die stoßen selbst bei diesen Genossenschaften auf zumindest Skepsis, dass die sagen, können wir uns gar nicht vorstellen, dass eine Miete gar nicht mehr gesteigert werden soll. Ja, man weiß nicht genau, wo diese Skepsis herkommt. Ich vermute, dass es viel damit zu tun hat, dass die alle in einem wohnungswirtschaftlichen Umfeld seit 30 Jahren agieren. Da wurde nämlich die Gemeinnützigkeit in Deutschland abgeschafft, in der es einfach kein funktionierendes Beispiel dafür gibt, dass man auch ohne Mietsteigerung auskömmlichen Haus bewirtschaften kann. So, also das heißt, also da werden wir uns viele Gedanken uns machen müssen, wie gewinnen wir sozusagen die Träger. Harald Bodenschatz hat vorhin auch auf die Bedeutung von Trägerschaften hingewiesen, die diese sozialen Aufgaben übernehmen, wenn eigentlich alle, die da sind, im alten System verfangen sind. Ja, wo kommen die her? Müssen wir neue Bauträger gründen? Müssen wir die umerziehen? Beraten wir die so lange, bis sie es freiwillig machen? Also alles. Okay, letzter Punkt, wie solidarisch in Berlin ist Berlin? Solidarität ist im Kern ja immer die bevorzugte Unterstützung derer, die am wenigsten haben, die ausgegrenzt, die benachteiligt sind. Dabei kann sich eine solidarische Stadtpolitik nicht auf symbolische Akte der Anerkennung beschränken, sondern muss tatsächlich materiell umverteilen, da gehen die Alarmglocken immer an, das ist das, was denen, denen man es wegnimmt, wehtut und wo die auch sozusagen ihren Protest äußern, aber anders ist Solidarität als Stadtpolitik überhaupt nicht denkbar. Also in der Konsequenz ist es immer eine Umverteilungspolitik, im Wohnungsbereich heißt es eben Mieterinnen vor Verdrängung schützen, diskriminierungsfreien Zugang für die Gruppen, die sonst ausgegrenzt sind, durchzusetzen, das heißt bei der Vergabe eines knappen Guts heißt es auch immer, andere zurückzustellen und zu sagen, jetzt sind erstmal die dran, die nirgendwo anders eine Chance haben. Also das sind schmerzhafte Prozesse, wenn man da nicht zu den Bevorzugten gehört. Das heißt aber auch, dass die Wohnungsversorgung von den sozialen Lagen abhängig gemacht wird. Und wir haben gerade in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, was ist eigentlich eine soziale Wohnversorgung, und haben dieses Konzept der leistbaren Mieten viel in die Diskussion gebracht. Ja, leistbare Mieten heißt, die Wohnung darf nicht mehr als 30% deines Einkommens kosten, brutto warm, mehr soll niemand ausgeben. Ja, und das klingt aus sozialpolitischer Perspektive total vernünftig, ja, dass Miete und Einkommen in einem sinnvollen Verhältnis stehen und stellt aber ungefähr alles, was es in der Wohnungswirtschaft gibt, auf den Kopf. Ja, also entweder bemesse ich den Mietpreis nach der Marktmiete, was ist hier üblich, was genommen werden kann, oder ich bemesse den Mietpreis, das sind die guten von den Vermietern, danach, welche realen Kosten ich habe, die muss ich doch wenigstens vom Mieter oder von der Mieterin wiederbekommen. Was passiert in Situationen, wo wir feststellen, selbst diese Kostenmiete ist zu teuer, um eine soziale, leistbare Wohnungsversorgung sicherzustellen. Ja, und das sozusagen politische Denken in vielen Bereichen war lange Zeit davon geprägt, dass man gesagt hat, na, wir stellen erstmal die Kosten und die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund und gucken dann, wie viel Soziales lässt sich denn damit erreichen. Ja, das, was
Konzepte der sozialen Wohnversorgung beinhalten, heißt das umzukehren, zu sagen, wir brauchen einen sozialen ein soziales Versorgungskonzept, was genau sagt, welche Zielmieten erreicht werden. Und dann muss man sich mit politischen und auch mit finanziellen Mitteln überlegen, wie komme ich zu diesen Mietpreisen hin, die ich brauche. Eine völlige Umkehrung von dem, was bisher gemacht wird. Und Berlin ist meines Wissens die einzige Stadt und auch das einzige Land, wo zurzeit in Deutschland Leistbarkeitsprinzipien zumindest in kleinen Nischen des Wohnungsmarktes praktiziert werden. Ja, und das ist tatsächlich unmittelbares Ergebnis auch von rot-grüner Regierungspolitik, gibt beispielsweise in den Sozialmietwohnungen bei den Förderhäusern, also dem alten sozialen Wohnungsbau, so heißt er jetzt in den Diskussionen, also die schon ganz lange sind, wo die Mieten teilweise über den Durchschnittsmieten in den Vierteln liegen. Da gibt es die Regelung, dass es für Mieterinnen mit geringem Einkommen die Möglichkeit gibt, einen Zuschuss zu beantragen, wenn die Sozialmiete diese 30% überschreitet, oder dass bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Modernisierungsverfahren, wo es ja eine reduzierte, aber auch bei den landeseigenen eine Mieterhöhung möglich ist, wo gesagt wird, die muss gekappt werden, egal wie viel diese konkrete Baumaßnahme gekostet hat, wenn das die 30% des Einkommens der jeweiligen Mieterin unterscheidet. Also es sind zwei ganz kleine Elemente, aber für mich sind die auch Teil davon, also von dem Aufbruch, den es in Berlin gerade gibt, dass hier nämlich Dinge ausprobiert werden, die es woanders auf diese Art und Weise nicht gibt und die tatsächlich zurückgehend auf die Rebellion mit den etablierten Vorstellungen, Normen und Überzeugungen brechen. So, und das sollten wir viel, viel stärker in den Vordergrund stellen und da auch Werbung für machen. Wenn wir alles drei zusammennehmen, rebellisch, links, solidarisch, dann könnte man sagen, solidarische Stadtpolitik, die ist sowas wie ein Ziel, eine linke Politikkonzepte der öffentlichen Verantwortung, demokratischen Mitwirkens ist das Mittel, und die rebellische Stadtpolitik auf beiden Seiten, also sowohl auf der Seite von Bewegung, Initiativen, als auch die Alltagsrebellion in den Verwaltungen und Politikgremien, das ist der Weg und die Voraussetzung. Ohne das werden wir es nicht schaffen. Und ich versuche es mal noch mit einem Abschlusszitat Daniela Brahm, die ganz aktiv ist in all diesen liegenschaftspolitischen Diskussionen und im Ex-Roter Print sozusagen ein tolles, selbstorganisiertes Projekt auch in den letzten Jahren mit aufgebaut hat. Die hat vor ein paar Monaten in einer Diskussion über die rot-rot-grüne Regierungspolitik oder so eine Bilanz irgendwie gesagt, sie stellt sich Berlin so als so einen ganz schwerfälligen Tanker vor, der einfach in die falsche Richtung gefahren ist. 20 Jahre mit immer größerem Tempo ist der in die falsche Richtung gefahren, und das, was jetzt passiert, ist sozusagen die Kehrtwende. Und also ich bin jetzt in den, also meine nautischen Qualitäten sind beschränkt, aber das Bild hat mir eingeleuchtet, also dass man da nicht einfach auf die Bremse tritt und in die andere Richtung fährt, sondern dass es ein mühsamer Prozess ist. Und deshalb hat sie sozusagen beschrieben, wie diese Kehrtwende dieses schwerfälligen Tankers stattfindet. Und wir sind jetzt in vielen Fragen eigentlich an dem Punkt, dass jetzt die Richtung stimmt und wir müssen jetzt versuchen, das Tempo aufzunehmen. Ja? Und insofern ist sozusagen jede Initiative, die noch mehr fordert, ist sozusagen eigentlich wünschenswert für diese Stadt, weil wir tatsächlich uns nicht mit den, also die Richtung, Entscheidungen, die getroffen wurden, die sind zu begrüßen. Jetzt kommt es tatsächlich darauf an, die Bordmittel richtig einzusetzen, das Personal auf den Kommandoebenen und im Maschinenraum darauf auszurichten, dass sie wirklich überzeugt sind, dass das die richtige Richtung ist. Und da vielleicht der letzte Satz, und wenn das Personal, was wir haben, dafür nicht ausreicht, dann muss man die Lotsen nehmen, die in den letzten 10 Jahren dafür gesorgt haben, dass es überhaupt in diese Richtung geht. Und insofern, je schneller wir die Fahrt jetzt aufnehmen, umso weiter kommen wir. Also mehr Mut zum Tempo. Ja, ich freue mich, dass jetzt auch Rainer Wild vom Berliner Mieterverein angekommen ist. Herzlich willkommen. Sie haben aber immer noch ein bisschen Zeit zu verschnaufen. Katalin Genburg ist ja zwar nicht die Regierung, aber Teil der parlamentarischen Linken, der Koalition, und
hat somit auch konkret etwas zumindest mit der Einforderung der Umsetzung zu tun und den entsprechenden gesetzlichen Vorlagen dazu. 2,5 Jahre, war das mehr Feuerwehr oder konnte die konzeptionelle Arbeit auch gemacht werden? Ja, Nicola, vielen Dank. Ich würde gern sagen, also ich habe überlegt, wie man in dem Bild von André jetzt sich irgendwie verorten kann. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ganz viel Maschinenraum. Es ist aber auch die Marketingabteilung des Kreuzfahrtschiffs. Und insofern ist es tatsächlich ein bisschen mehr, denn wir wissen, Linke in Regierung müssen auch nach außen ganz viel erzählen, was sie tun, ansonsten wird es nicht wahrgenommen. Und vielleicht sitzen wir dann irgendwann alle auf dem Sonnendeck, das wäre doch eigentlich ganz geil. Ja, ich habe so überlegt, diese Veranstaltung ist ja eine echte Herausforderung. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, denn die Frage, was man so zu sagen hätte, die ist ziemlich groß und ich habe mir überlegt, ich bin ja aus der Stadtforschung damals als Mitarbeiterin zu Katrin gekommen, als sie noch Sprecherin für Stadtentwicklung war und zu Katrin Lomscher gekommen und habe immer wieder erlebt, dass es ganz wohltuend ist, tatsächlich Forschungsfragen auch in den Maschinenraum reinzutragen und dort zu diskutieren. Und ich habe mich so gefragt, wie könnte ich eigentlich hier diesen Part bestreiten und mir überlegt, dass ich ganz gerne eine historische Analogie aufmachen würde. Ich würde ganz gerne Parallelen ziehen, die vielleicht für den Diskurs, den wir heute und morgen hier, an dem wir arbeiten wollen, den wir aber sowieso die nächsten Jahre weiterhin bearbeiten, der uns da vielleicht auch nochmal weiterhelfen kann. Und genau, was sozusagen auch eine historische Klammer sein kann, in der wir uns bewegen. Achtung, Zitat. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Ich bin Ostdeutsche und muss zugeben, dass die Jahre, wenn ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, ich erstmal die Namen sowieso immer falsch mitgesungen habe und überhaupt nicht wusste, wer das ist. Und neulich im Zuge einer Rede dachte ich, das wäre eigentlich ein total gutes Zitat für die Rede. Habe ich dann mal auf Wikipedia nachgeschaut, wer diese Leute eigentlich sind. Und stellte fest, dass der größte Bauunternehmer, also Mosch war der größte Bauunternehmer der alten Bundesrepublik. Der Kollege Heiner Funken, den ich aus dem Mauerpark-Protest kenne, schickte mir dann auch kurzerhand einen Zeitartikel von 1972. Ich bin 1984 geboren. Das ist auch eine schöne Perspektive sozusagen für die Frage, wie wir hier übergreifend eigentlich miteinander arbeiten und was für unterschiedliche Perspektiven wir zusammenbringen. Ich glaube, diese Ost-West-Perspektive, die sollten wir nicht unterschätzen. Und die Frage, was Leute überhaupt wissen über Proteste in der Vergangenheit und welche historischen Erlebnisse dieser Stadt sich auch schon in ihren Stadtkörper eingeschrieben haben, also die einfach historisches Wissen in dieser Stadt sind, Teil von Identität, die herauszugraben, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Wir haben es heute mit einer Dichotomie zu tun von Bauen, Bauen, Bauen versus Rekommunalisierung. Ich habe mich neulich mit einem Tagesschau-Moderator auf Twitter gestritten, der genau das wiederholt hat, was die Baulobby uns die ganze Zeit vorwirft, auch im Parlament. Und ich finde das krass fatal, dass sich diese Erzählung wirklich auch durchsetzt und wir sollten wirklich daran arbeiten, das zu unterbinden. Also es ist eine Dichotomie, die so tut, als würden wir hier von Krieg oder Frieden reden und die uns natürlich in vieler Weise treibt, die auch dazu beiträgt, dass wir fast gar nicht mehr über strategische Stadtentwicklung reden, sondern nur noch über leistbaren Wohnraum und bezahlbare Mieten. Das ist ein Problem. Ich finde das ganz wichtig, diese Frage, was ist eigentlich das Gegenteil von Bauen, 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 wirklich mal ernsthaft zu diskutieren. Im Zuge dieses Zitates, dieses Punkliedes, habe ich mich erinnert, dass wir im Studium über die Instandbesetzung, ich habe damals bei Uwe Jens Walter an der Nebentür von Herrn Bodenschatz als
Mitarbeiterin gearbeitet und wir haben damals immer über die Instandbesetzung in den 70er Jahren geredet. Und wenn wir heute über den Kotti reden und die Rettung des Kottis und die Frage, mit was für Leuten wir dort auch in den Mieterprotesten, in den Mieterzusammenhängen arbeiten, glaube ich, ist das ganz wesentlich, auch sich darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Geschichte dieses Ortes, und das ist natürlich die Geschichte der Berliner Baumafia. Dass der Oranienplatz heute überhaupt noch existiert, ist das Ergebnis von Protesten in den 70er Jahren. Und ich glaube, diese Verbindung von früheren Protesten gegen die Baumafia, gegen den Ausverkauf der Stadt, gegen den Selbstbedienungsladen Berlin, das tritt uns heute in völlig neuer Form wieder gegenüber. Und ich glaube auch, das war die Sprache der Volksentscheide gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes, Flugfeldes und für einen Mietenvolksentscheid. Da kommen wir gleich mal zu der Frage, was ist eigentlich so gelaufen? Wir hatten im Dezember einen ziemlich harten Kampf um den Checkpoint Charlie. Auch das wieder eine völlig irre Situation, dass man plötzlich um einen Kontrollpunkt kämpfen muss, der aber natürlich sozusagen im Sinne einer Immobilienmaklerei das beste Verkaufsobjekt ist, was du dir denken kannst. Es ist völlig irre zu glauben, man macht da jetzt einfach nur diesen letzten B-Plan und dann ist die Sache irgendwie vom Tisch. Dass das gelungen ist, in einer konzertierten Aktion gemeinsam dort auch den Arm der Baulobby der SPD abzuschneiden, ist richtig krass, hat richtig wehgetan, war eine krasse Arbeit und sollte auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geraten. Wir kämpfen jetzt auch im Weiteren um, glaube ich, ein paar dieser solcher schwierigen Bebauungspläne aus der Vergangenheit, die eine Sprache sprechen, die wir uns genau anschauen sollten, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Ich bin jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen hier, um zu sagen, was haben wir eigentlich 2017, 2018 noch so getrieben, außer Checkpoint Charlie zurückzuholen. Ich werde das unterlassen, hier sozusagen minutiös aufzulisten, was wir alles gemacht haben. In die Highlights möchte ich aber nicht vorenthalten. Oder Katrin, wirst du das nachher noch ganz doll sagen? Bestimmt. Dann sage ich einfach nur zwei Dinge, die mir total wichtig sind. Wir hatten schon in den Koalitionsverhandlungen, also ne, auch wenn André jetzt sagt, das ist sozusagen, wer ist hier eigentlich rebellisch unterwegs in dieser Stadt, man muss sich natürlich auch überlegen, wer schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass überhaupt die Vorkaufsrechte in dieser Stadt genutzt werden können, dass es in Umsteuern gibt, dass Boden in Erbbaurechten vergeben werden kann. Das geht tatsächlich zurück auf sehr harte Koalitionsverhandlungen, an denen ich das Glück hatte, teilzuhaben, wo wir zum Beispiel durchsetzen konnten, dass Boden, der landeseigen ist, nur noch an Erbbaurechten vergeben werden soll. Das war ein riesiger Erfolg. Man muss zugegebenermaßen sagen, so viel Boden ist auch nicht mehr übrig, aber der sozusagen für die Zukunft natürlich Maßstäbe setzt und eine Debatte über Gemeineigentum setzt, die auch so nicht mehr, hinter der man nicht mehr zurück kann. Insofern anschließend auch nochmal an diese, ich wollte die andere Erfolgsgeschichte auch nochmal sagen, also ein Teil von den, also die Erkenntnis aus den Mieterprotesten der letzten Jahre, die uns ja auch in die Regierung gespült haben oder getragen haben, das muss man auch sagen, ohne die wären wir wahrscheinlich nicht jetzt dort, wo wir sind. Es hätte, glaube ich, die Abwahl von Rot-Schwarz so nicht gegeben, hätte es diesen Widerstand, diese Kämpfe in der Stadt so nicht gegeben. Insofern haben uns die Mieterproteste natürlich auch in das Parlament getragen. Und ein Ergebnis davon war, dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt der Ausverkauf der Stadt und der schlimme Umgang von Vermietern mit Mieterinnen so weitergeht, müssen wir die Mieterinnen ermächtigen, sich selbst zu helfen. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen nach Hamburg und uns sagen lassen, ja, in Hamburg gibt es schon ewig, dass es Kooperationsverträge mit den Mietervereinen gibt, um die Mieterinnen, selbst wenn sie kein Geld haben, selber Mitglied im Mieterverein zu sein, die Mitgliedschaft zu finanzieren und damit sozusagen für Rechtsschutz zu sorgen und damit auch zu sagen, legt euch an, wenn es sein muss. Und grundsätzlich aber für die Frage, wo geht gerade der Hase so lang und was hat eigentlich Bauen, Bauen, Bauen mit Besetzen zu tun und wie, welche Kämpfe sozusagen kündigen sich jetzt eigentlich an, möchte ich nochmal zurückkommen, also auf die Frage, wo kommen wir eigentlich her? Ich habe das schon gerade gesagt, was uns sozusagen in diese Regierung auch getragen hat, das war die Stadt der Volksentscheide.
Ich finde das sehr wichtig, das immer wieder zu sagen. Wir hatten damals im Zuge des Mietenvolksentscheides die große Losung, Neubau ist nicht die Lösung. Und das war ein ganz einigender Slogan, der damals stellvertretend für die Kämpfe um Wohnraum stand. Und natürlich ist das jetzt der Knotenpunkt, an dem man versucht, auch wieder sozusagen eine Solidarität zu entzweien. Insofern ist es nicht trivial, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir mit diesem Anti-Neubau-Diskurs, dem vermeintlichen Anti-Neubau-Klima in dieser Stadt umgehen wollen und sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich diese Frage des Neubaus für unsere aktuellen Kämpfe bedeutet. Also wir kommen aus dieser Stadt der Volksentscheide, Mietenvolksentscheid, und nur so lässt sich auch der aktuelle Volksentscheid verstehen. Also wenn ich in anderen Städten unterwegs bin und über die Berliner Mietenpolitik rede oder die Stadtentwicklungspolitik, sage ich immer, Deutsche Wohnen enteignen ist nicht vom Himmel gefallen. Dieser Volksentscheid wäre gar nicht denkbar, wenn wir die vorausgehenden Kämpfe so nicht gehabt hätten. Insofern ist es auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass diese historischen Kontinuitäten, auf die ich mit dem Eingangszitat ja auch abstellen wollte, eine ganz grundlegende, also eine Grundlage auch für das ist, was wir als linkes Handeln in Zukunft ersinnen und worüber wir, also auf der wir auf jeden Fall uns immer Gedanken machen sollten, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Aus meiner Sicht ist die große Frage unserer Stadtentwicklungspolitik aktuell eine strategische Raumrückgewinnungspolitik. Ich finde schon, dass man sagen kann, dass wir es mit einer richtig großen Anzahl von zweckentfremdeten Räumen zu tun haben. Nicht nur die Linke ist so angetreten, sondern es war auch immer der Slogan der stadtpolitischen Bewegung, wir holen uns die Stadt zurück. Das Thema, wie holen wir uns die Stadt zurück? Also nicht nur, wie holt die Linke den Leuten die Stadt zurück, sondern wie holt man sich die Stadt zurück? Da kann man, muss man sich genau anschauen, dass Spekulation heute natürlich sehr viele Gesichter hat und das Thema Leerstand ist ein großes Thema, wurde nicht ohne Grund im letzten Jahr zu Recht so hochgezogen und bespielt. Ich hoffe sehr, dass wir zu einer Besetzungspolitik in dieser Legislatur noch kommen, die nicht am Ende Räumung von Besetzung zur Folge hat. Und wir sind dort tatsächlich dran. Ich kann aber verraten, dass ein Innensenator, der gerade das Polizeigesetz verschärfen möchte, jetzt auch nicht so der optimale Ansprechpartner für eine neue Berliner Linie ist. Für die Frage, wie kommen wir zu einer strategischen Raumrückgewinnungspolitik, möchte ich auch das Thema Zweckentfremdungsverbotsverordnung, Zweckentfremdungsverbotsgesetz in den Raum stellen. Wir haben aus meiner Sicht dort einen sehr, also wir hatten eine sehr harte Diskussion um die Frage, wie wollen wir dieses Gesetz verschärfen. Und es ist eben nicht trivial, dass wir gesagt haben, wir machen auch ein Anti-Airbnb-Gesetz. Ich glaube, dass wir damit noch nicht am Ende des Lateins sind. Wir sollten uns alle gemeinsam sehr ernsthaft darüber Gedanken machen, wie man Airbnb auch weiterhin klar gegenübertritt. Denn der Ausverkauf der Stadt in Zeiten von Plattformkapitalismus ist eine ernstzunehmende Frage. Und ich glaube, wir machen uns da noch nicht so richtig ein Bild davon, in welcher Ausformung er uns gegenübertritt. Die letzte Reportage in der Berliner Zeitung über Accentro und so, über das möblierte Wohnen, das sind alles Dinge, die sozusagen jetzt nochmal auf einer ganz anderen Festplatte ablaufen, die wir uns ernsthaft anschauen sollten. Ein wesentlicher Punkt für die Frage, wie wir die Stadt den Menschen zurückgeben können und sollen, ist aus meiner Sicht das Thema nach allen Regeln der Kunst, das deutsche Planungsrecht für linke Politik zu nutzen. Also ich sage immer, wir sollten den Rechtsstaat auf links drehen. Das wird dann immer manchmal auch nicht gern gehört, aber ich finde schon, dass man sagen kann, das deutsche Planungsrecht hat ja weitgreifende Eingriffsbefugnisse und diese sollten natürlich genutzt werden. Und dann kommen wir genau zu der Frage, wer nutzt eigentlich in Berlin diese Eingriffsbefugnisse? Wer setzt Bebauungspläne fest, die festlegen, wie viel soziales Wohnen dort stattfindet, ob es einen offenen Uferzugang gibt, ob es soziale Einrichtungen auf dieser Fläche gibt und ob der Investor sozusagen angemessen geknebelt wird? Das sind die Baustadträte. Und dann ist eben tatsächlich für mich wichtig, auch in den Mittelpunkt zu stellen, ich finde, also Katrin, du wirst das vielleicht selber nicht sagen, aber du sagst es auch immer in unseren Runden, es gibt in Berlin einfach 13 Bauminister.
Und es gibt hier eine Bausenatorin und es gibt eine Landesregierung, die die Rahmenbedingungen macht, aber wenn die anderen 12 Bauminister nichts liefern oder Mist liefern, dann haben wir alle gemeinsam ein Problem. Insofern ist das eine wichtige Perspektive auch für die stadtentwicklungspolitische Transformation der Stadt. Und auch deswegen sollten wir uns ernsthaft Gedanken machen, was unsere Antwort auf Bauen, Bauen, Bauen ist. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, ein Fazit der Arbeit der letzten 2 Jahre für mich ist, ich bin ja Sprecherin für Stadtentwicklung, Tourismus und Smart City. Nicht, weil ich Smart City toll finde, sondern weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich mit dieser Frage der Smart City ernsthaft zu befassen und sie von links zu diskutieren. Und ich habe festgestellt, dass ich immer wieder fast nur zu Mieten und Wohnen rede. Und der Harald Bodenschatz hat das jetzt schon gesagt. Wir haben so viele Fragen der baulichen Veränderung im öffentlichen Raum. Wir haben es mit einer Transformation der Gesellschaft, aber auch des gebauten Raumes zu tun. Wir haben uns ein Mobilitätsgesetz zum Beispiel vorgenommen, aber wir haben ganz andere Nöte. Und wenn ich zum Beispiel sage, als stadtentwicklungspolitische Sprecherin, ich fände es total wichtig, dass wir die Uferwege frei machen und dass wir öffentliche Räume stärken, dann werde ich fast angeguckt, als hätte ich irgendwie sonst keine Probleme. Das ist die Situation unserer Zeit und das ist ein Problem, denn ich glaube, wir werden gerade zugebaut mit Retortenhäusern, die uns in der Zukunft noch ganz andere Probleme bescheren, jenseits von nicht bezahlbarem Wohnen. Wir sollten uns auf jeden Fall Gedanken machen, wie wir die Bodenpolitik in Zukunft bearbeiten, bodenpolitisch bearbeiten und auch den Finanzsenator in dieser Frage bearbeiten, denn Fakt ist, der Finanzsenator macht nach wie vor die Liegenschaftspolitik in dieser Stadt und hält die Schatzkiste schön geschlossen. Wir sollten uns auf jeden Fall ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wir zukünftig ganz klar im Sinne einer linken Planungspraxis alte, vergiftete Bebauungspläne glasklar killen, um diese Stadt nicht mit Mist zuzubauen. Wir sollten unsere Konflikte klar sortieren und auch die Feinde benennen. Also ich hatte Airbnb schon genannt, ich will es an der Stelle nochmal unterstreichen. Die Frage, wie wir Macht umverteilen, ist eine ganz zentrale Frage. Dass Katrin Lomscher angetreten ist mit der Devise, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen die Partizipation, die Teilhabe ausbauen, klingt immer so wie so, die Mutti hat jetzt wieder eine schöne Idee. Ganz ehrlich, es wird krass belächelt. Es wird richtig krass belächelt. Und die Frage können wir aber nur ernsthaft diskutieren, wenn wir sagen, wir wollen natürlich die Macht umverteilen. Das ist halt nicht cool, wenn die Leute, in denen die Stadtplanungsamtsleiter mir gegenüber sagen, Frau Genburg, ich habe da einfach jetzt schon 20 Jahre dran gearbeitet, ich will das einfach so jetzt durchzocken. Also diese Frage, wer hat die Macht, wer gestaltet eigentlich und wo sind die Schnittstellen, um tatsächlich Politik zu verändern, die gehört auf jeden Fall auf die Tagesordnung. Und ganz eng damit verbunden ist die Frage des Neubauverhinderungsdiskurses, des sogenannten, dem ja das Bauen, Bauen, Bauen gegenübersteht. Wir haben in dieser Stadt seit vielen Jahren einen sogenannten NIMBY-Diskurs, also Not in my Backyard. Das war sozusagen unter Rot-Schwarz die große Erzählung, ja, die Leute, die sind ja immer nur dagegen, dass vor ihrer Haustür irgendwas gebaut wird. Diese Erzählung findet so nicht mehr, also die wird zumindest ja nicht mehr von unseren linken Ministerinnen erzählt. Insofern ist sie nicht mehr so vordergründig, aber im Hintergrund findet sie immer noch statt. Ich bin sehr dafür, mit dieser NIMBY-Erzählung zu brechen, denn sie suggeriert, dass die Leute alle eigentlich nur Ellenbogen ausfahren und nicht wollen, dass Veränderung passiert. Aber die Leute sind schlau. Die Leute wollen Veränderung, aber für eine solidarische Gesellschaft. Und darauf sollten wir abheben. Wir müssen uns bei diesem ganzen Neubaudiskurs ernsthaft Gedanken machen, wie wir wegkommen von dem Thema die Stadt verbauen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir Aufbau statt Verbau organisieren. In diesem Sinne, wir brauchen mehr Gemeinwohlorientierung von links, jenseits von Staatlichkeit, das wollte ich aufgreifen, was auch André gesagt hat. Wir werden bei der Frage zum Beispiel der Vorkaufsrechte nicht umhinkommen, zu diskutieren, was eine linke Antwort auf die Frage von sozusagen Wohnraumversorgungspolitik im gemeinwohlorientierten Sektor ist, jenseits von Staatlichkeit, weil bisher wird ja so getan, als wäre die GmbH, die zwar landeseigen ist, aber von Leuten, also wo Leute Geschäftsführer sind,
die vielleicht gelinde gesagt eine andere Auffassung von Politik haben als ich, dass das sozusagen eine linke Antwort auf staatliche Wohnraumversorgung ist. Ich finde, wir müssen dort weitergehen, ohne zu sagen, wir geben dieses Feld ab. Das ist ja nicht der Punkt, aber wir brauchen für die Gemeinwohlorientierung in der Wohnraumversorgung neue linke Mehrheiten. Insofern möchte ich gerne darüber diskutieren, wie wir, das ist unser Haus, schmeißt doch endlich Gröner, Padovic und Groth raus, tatsächlich realisieren. Ich möchte darüber gerne ins Gespräch kommen, wie wir linke Politik organisieren und uns dabei auch ernsthaft die Frage stellen, wo fängt links an und wo hört links auf? Vielen Dank. So, jetzt Herr Wild, da waren Sie noch nicht da. Ich hatte eben ganz am Anfang erklärt, dass man dem Berliner Mieterverein in den letzten Jahren bei der Radikalisierung zusehen konnte, was politische Forderungen und so weiter anging. Ich lese ja fast täglich Ihre Texte und es gibt inzwischen sehr viele Pressemitteilungen vom Mieterverein, der sich sehr intensiv für die Interessen der Mieter politisch einsetzt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also ob der Mieterverein sich radikalisiert hat oder nicht, das überlasse ich jetzt mal ein bisschen dem Publikum. Aber ich glaube, dass das, was wahrgenommen wird, was an unseren Positionen in die Stadt kommt, hat letztendlich oder ist letztendlich auch ein bisschen ein Abbild dessen, was ein Stück weit auch über andere, nämlich über Mieterinitiativen oder auch noch ganz andere Gruppen in die Stadt mit rein transportiert wird. Und dass diese so radikal erscheinen, hat ja ein bisschen damit zu tun, um was wir hier reden. Es ist ja nicht so, dass wir uns mal ausdenken, heute sind wir radikal, sondern es geht ja letztendlich darum, tatsächlich bestimmte Probleme zu benennen und Lösungen zu finden. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch notwendig, sich klarer zu positionieren und ein Stück weit auch dazu beizutragen, dass da Bewegung und Druck reinkommt. So verstehen wir uns jedenfalls. Ob das dann am Ende gegenüber 10 oder 15 Jahren radikaler ist, weiß ich nicht. Aber ich wollte gern erst noch mal auf diesen Begriff rebellisch und Rebellion zu sprechen kommen, weil mein zu spät kommen hat damit zu tun, dass ich heute Morgen bei einer anderen Form der Rebellion war. Das war nämlich die Rebellion der Wohnungswirtschaft. Auch die rebelliert. Aber die rebelliert nicht also ein bisschen anderer Art, als André Holm das vorhin gesagt hat, aber sie rebelliert aus ihrer Sicht mit ähnlicher Argumentation. Sie rebelliert gegen eine Stadtentwicklungspolitik, die Kollegin Lomscher zu verantworten hat. Dagegen rebellieren die auf ihre Art und Weise und natürlich mit ihren Mitteln. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob der Begriff der Rebellion sozusagen einseitig okkupiert werden kann für ein bestimmtes Politikschema und auch für eine bestimmte Einkommensgruppe oder Ähnliches, sondern ich glaube, die Definition, André, die du gesagt hast, war eigentlich schon ganz hilfreich, dass es sozusagen geht, um aus Sicht derer, die rebellieren, die herrschende Politikrichtung anzugreifen. Und wenn die Wohnungswirtschaft den Eindruck hat, dass Katrin Lomschers Politik sich inzwischen in der Stadt so manifestiert, und nicht nur ihre, sondern die des Senats und vielleicht auch mancher Bezirksämter, siehe Florian Schmidt, dann ist es sozusagen Zeit für die Wohnungswirtschaft zu rebellieren. Und in der Arbeitsgruppe Mietspiegel heute Morgen, ich brauche das nicht näher ausfordern, aber kann man sich vorstellen, da wird um jeden Zentimeter gerungen und jedes Zugeständnis, was sozusagen eigentlich in Anbetracht der Mietenentwicklung wünschenswert wäre, das stößt auf Granit und da gibt es keine Bereitschaft, da auch nur ein Stück weit oder zentimetermäßig von abzuweichen, was die Wohnungswirtschaft über Jahre gewohnt war. Und diese Kooperation, die an der Stelle ja auch besteht, es gibt ja nicht nur die Kooperation sozusagen mit links, rebellisch und einer rot-rot-grünen Landesregierung, sondern da müssen wir den Blick schon auch ein bisschen weitermachen. Es gibt in dieser Stadt noch viel mehr Kooperationen, das muss man klar sehen. Und diese Kooperationen sind teilweise noch sehr, sehr mächtig. Und das, ich will ja gar nicht sagen, dass die weg sollten, es ist ja vollkommen legitim. Und wir können uns da auch nicht sozusagen Glauben schenken, auch wenn aus Anlass einer solchen Tagung, ich manchmal sage, lass uns doch auch mal auf die Schulter kloppen, es ist schon ein bisschen was erreicht, finde ich ja auch richtig, aber man muss doch trotzdem gucken, wenn wir jetzt weiterkommen sollen,
Und ich denke nicht nur an das Projekt dieser Landesregierung, auch an die ganzen Initiativen und Ideen, die in der Stadtentwicklung oder im Wohnungsbereich existieren. Wenn wir die sozusagen zu einem stärkeren Erfolg führen, dann müssen wir möglicherweise an der Frage, wie wir das machen, noch ganz schön arbeiten. Ich will damit ja nicht negieren, dass wir in einem Zeitpunkt sind, wo ein Stück weit eine Menge erreicht wurde. Nämlich das, was in Initiativen formuliert wurde, was bestimmte Verbände, Organisationen weitertreiben und was auch ein ganzes Stück in die Stadtpolitik tatsächlich Einfluss gefunden hat. Da brauchen wir nicht uns sozusagen verstecken. Das ist gelungen und das ist auch sehr gut. Die Frage ist nur, wie entwickeln wir es weiter? Das treibt mich ein bisschen mehr um als die Frage, können wir denn jetzt uns erstmal auf die Schulter klopfen und sagen, alles ist gut. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass die Gründe, warum es denn so rebellisch und links und vielleicht auch ein Stück solidarisch in der Stadt in den letzten 2-3 Jahren zugegangen ist, ja objektive Gründe hat. So sehr ich die Entscheidung eines Einzelnen etwas zu tun und aufzustehen, was zu machen, sich zusammenzuschließen, als die Entscheidung eines Einzelnen würdigen kann, so muss ich doch auch sagen, dass gleichzeitig ein Stück weit unter einer materialistischen Blickwinkel natürlich auch das ein Ergebnis ist der Prozesse, die abgelaufen sind. Wir haben, wenn man so will, aufgrund bestimmter Rahmenbedingungen tatsächlich eine, wenn man so will, eine entfesselte Situation auf dem Wohnungsmarkt. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage. Nehmen wir mal das zentrale Problem, dass wir sozusagen Menschen haben, die nach Berlin kommen, kaum Wohnraum finden und wenn sie einen gefunden haben, einen Wahnsinnsmietpreis zahlen. Oder nehmen wir die Leute, die infolge dieser mietrechtlichen Gesetzgebung tatsächlich sozusagen vor einem Verlust des Wohnraums stehen, verdrängt zu werden drohen. All das sind Punkte, wo wir doch sagen müssen, da ist ein ganz, ganz kleiner Punkt bislang erreicht. So sehr wir sagen können, dass das alles thematisiert ist. Aber es gibt eine ganze Menge Probleme dabei, die aus meiner Sicht noch nicht ganz gelöst sind. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, kann die Art und Weise, wie Protest sich derzeit äußert in der Stadt, kann diese Art und Weise tatsächlich für die Zukunft stärker auf ein bestimmtes Bild fokussieren, eine Erzählung transportieren, die noch über den Kreis derer hinaus sozusagen Unterstützung findet? Wird das möglich sein? Weil ein Punkt, glaube ich, müssen wir feststellen zu dieser ersten These, die Frage, auf was wir eigentlich hinaus wollen. Die ist meines Erachtens noch nicht so richtig gut beantwortet. Weil wir wollen ja nicht nur den Prozess beschreiben, wie er hier oben in der Überschrift steht. Wir wollen ja auch klar machen, in welches Ziel es eigentlich geht. Da ist heute schon der Begriff gemeinwohlorientierte Stadt formuliert worden, wie auch immer. Also Masterplan 50, Berlin 50%. Also 50% des Wohnungsbestandes sollte gemeinwohlorientiert sein. Ist das unser politisches Ziel? Das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Stein und ich finde auch, dass es sehr, sehr lohnt, sich dafür einzusetzen, weil es eine sehr langfristige Perspektive ist, mit denen wir auch über weitere Wohnungsmarktkrisen hinaus, wenn wir die Bedingungen auch schaffen, dass nicht privatisiert wird, tatsächlich auch eine Absicherung für große Teile der Bevölkerung haben. Aber was heißt das gleichzeitig? Gleichzeitig heißt Berlin 50% auch, dass es immer noch 50% andere gibt. Und diese 50% andere muss ich mir sozusagen über andere Aktivitäten und Initiativen tatsächlich absichern. Deswegen gibt es schon ein Problem, wie wir eigentlich das Ziel fokussieren. Ich fahre häufig nach Wien und stelle in Wien fest, dass auch in Wien mit einer Wohnraumversorgung, die dieses Ziel 50% gemeinwohlorientiert fast abgesichert hat, dass auch dort sozusagen ein entfesselter Markt sich in dem privaten Sektor letztendlich ebenfalls Bahn bricht. Auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. Und da müssen wir einen zweiten Fokus drauf setzen. Das heißt, für mich ist noch nicht so richtig klar, wie wir das Ziel so klar prononcieren, dass es auch sozusagen ein Muster ist, unter dem wir laufen können und in dem wir auch mehr Leute noch gewinnen, als das bislang der Fall war. André Holm hat eben darauf hingewiesen, dass dem Protest das Programm folgt. Gute These. Nur mein Eindruck ist, so richtig sicher ist das nicht.
dass dem Protest auch das Programm folgt. Ich will deswegen diesen Punkt hervorheben, weil wir sehr stark bündnisorientiert arbeiten. Und in der Bündnisorientierung, das ist zentral sicherlich, in der Bündnisorientierung liegt auch ein Problem. Nehmen wir Mieterinitiativen. Viele dieser Mieterinitiativen brauchen als Erzählung für ihren Erfolg und auch der Erfolg der Demonstration vom letzten Jahr und vielleicht der Erfolg der Demonstration im April, brauchen als Erzählung aber eigentlich nur Mietenwahnsinn. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern unter diesem Begriff ist es relativ einfach, Anführungszeichen relativ, doch sehr stark auch zu mobilisieren. Nur zum Programm hinzukommen, da wird es schon ein bisschen schwierig. In diesen Bündnisdiskussionen führen wir die Debatten gerade. Kommen wir sozusagen zum Protest, zum Programm? Und wie kann dieses Programm aussehen? Und da gibt es etwas, was wir lernen müssen. Nämlich, dass Initiativen, die vor Ort rebellisch sind, die sich wehren in der Aufzählung komplett, wie André sie vorhin genannt hat, aber sich letztendlich dieser programmatischen Diskussion auch ganz häufig entziehen. Nicht aus bösem Wille, sondern weil ganz einfach sozusagen das Motiv, sich so detailliert in diese Materie einzuarbeiten, daraus wie bei dem einen Mietenvolksentscheid sozusagen ein Gesetzentwurf werden zu lassen, das wiederum lässt doch erkennen, dass viele Initiativen an dem Weg sich schon dann nicht mehr so beteiligen können oder wollen. Ich sage gar nicht, mir geht es ja nur darum, dass wir akzeptieren müssen, dass wir unterschiedliche Formen der Rebellion, des Protests und der Arbeit haben. Und ein Ziel könnte sein, dass wir eine Klammer haben. Eine Klammer nämlich, die dieses unterschiedliche Engagement aufnimmt und respektiert. Und sagt, jeder kann sozusagen seinen Beitrag leisten und gemeinsam unter einem Dach können wir vielleicht eine ganze Menge bewerkstelligen. Nur, das ist ein Prozess, der im Wohnbereich letztendlich so richtig noch nicht zu Ende geführt ist. Aber wenn wir ehrlich sind und jemand die Geschichte der Arbeiterbewegung sich anguckt, von der Weimarer Republik bis heute, wie auch immer, der wird wissen, es ist kein Zufall, dass das so läuft. Sondern wir haben letztendlich diese Prozesse, ich lese gerade ein Buch über die Weimarer Republik und wenn ich mir angucke, wie zerfasert die Arbeiterbewegung dort war, obwohl es teilweise ja haarsträubende Verhältnisse war, dann zeigt mir das auch, dass wir mit dieser Differenziertheit ein Stück weit leben müssen und dass wir sehr, sehr bündnisorientiert arbeiten müssen, um tatsächlich ein sehr starkes Gewicht zu entfalten. Das finde ich einen ersten, sehr wichtigen Punkt. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht mehr ein inhaltlicher. Es ist vorhin gesagt worden, ich glaube, Katharin hat das gesagt, also die Erzählung Neubau, 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 ich kann es auch nicht mehr hören, stimme ich dir vollkommen zu, aber die Erzählung Neubau, Neubau, Neubau könne man sozusagen beseitigen. Ich bin da als Mietervereinsvertreter etwas skeptisch, ob das so geht. Ich meine jetzt nicht wegen der Notwendigkeit, auch soziale Wohnraumversorgung im Neubau zu bekommen, sondern auch, weil ich aus unserer eigenen Klientel weiß, dass ein nicht unerheblicher Protest, unabhängig davon, was mir die Wohnungswirtschaft sagt, aber dass ein nicht unerheblicher Protest auch in der Neubaudiskussion um die Verteilung von Dingen geht, um die es bei der Bebauung von Flächen geht. Da können Blicke sozusagen beseitigt werden auf Kleingärten, da können Kleingärten beseitigt werden und ähnliches mehr. Sozusagen zu glauben, dass das kein realer Konflikt sei, das halte ich für falsch. Den gibt es. Es gibt den Verteilungskonflikt um die Flächen. Da brauchen wir doch nicht drum herum gehen. Ist doch die Frage, wie wir ihn managen. Aber zu sagen, wir könnten die Erzählung sozusagen nur, weil die Wohnungswirtschaft uns es aufoktroyiert, also da würde ich gern ein Stück weiter reingucken. Weil da, glaube ich, liegen ernsthafte Prozesse, wie wir die moderieren. Das ist tatsächlich ein Thema. Und ich glaube, da liegt sozusagen auf der einen Seite eine Schwäche. Wir sind gut bei der Frage, wenn es um die Organisierung des Protests von Aktionen geht, die bestehende Mietverhältnisse sichern sollen, die Verdrängung sichern sollen. Das geht relativ einfach, relativ viel Aufwand, aber es geht jedenfalls und da ist auch sehr hohe Motivation. Aber wo sind die intelligenten Formen und die interessanten Projekte im Neubau, die auch unsere Stadt bestimmen werden? Wo sind sie? Da fehlt es noch ein bisschen. Also das wollen wir ja nicht nur allein den Planern überlassen. Und ich weiß bei der Diskussion um das Tempelhofer Feld, dass es da Ansätze gegeben hat,
wie wir uns Neubau solidarisch, preisgünstig wohnen, mit viel Infrastruktur, Einbindung von Kiez sozusagen notwendig an, wie wir uns das gedacht hatten. Diese ganzen Initiativen, zum Teil auf genossenschaftlicher Ebene, diese ganzen Initiativen sind mit dem Volksentscheid, muss man auch klar sagen, in die Tonne gegangen. Logisch. Ja. Es hat im Moment, aus meiner Sicht jedenfalls, vielleicht kann mich dann die Senatorin da korrigieren, aber es ergibt aus meiner Sicht im Neubaubereich, wo wir ja auch Notwendigkeiten haben, im Moment noch kein klares Bild, was diesem hier oben entspricht. Kann man sagen, brauchen wir auch nicht. Aber wenn es so ist, dass wir tatsächlich preisgünstigen Wohnungsbau brauchen und einen, der sozusagen bezahlbar für alle, wie die Devise ist, und wenn wir wollen, dass es ein Beitrag für die Stadtentwicklung ist und einer, der jahrelang oder jahrzehntelang steht, dann muss auch dieses Feld besetzt werden. Da, glaube ich, sind wir noch nicht so gut. Da müssten und könnten wir besser, und ich sage das auch selbstkritisch, der Mieterverein ist ein Interessenverband von Menschen, die einen bestehenden Mietvertrag haben. Auch die Wohnungssuchenden vertreten wir natürlich programmatisch, politisch, nur, also sie sind bei uns nicht organisiert, ist eine Schwäche, muss man klar sagen. Dann der dritte und letzte Punkt, auf den ich noch hinauskommen möchte, ist die Frage, können wir alles? Ich glaube, wir haben schon ein Problem, trotz vieler Bemühungen, die diese Landesregierung vollzieht, aber wir haben einen riesig dicken Berg vor uns, wenn es darum geht, die Bundespolitik in unsere Zielrichtung mit einzubinden. Da wird der Erste sagen, naja, ist doch klar, geht ja gar nicht, logisch, geht auch tatsächlich nicht. Aber wenn wir über Themen reden wie Schaffung von sozialem Wohnungsbau oder auch andere Themen, wo sozusagen der Umgang, der spekulative Umgang mit Grundstücken eine zentrale Rolle spielt für die Konflikte, die uns sozusagen beschäftigen. Wenn dieser Kern bis hin zu einer EU-Wirtschaftspolitik, wenn dieser Kern nicht ein Stück weit mit aufgenommen wird, dann muss uns klar sein, dann werden wir uns die Zähne daran abbeißen. Und ich will da nur darauf hinweisen, so sehr wir uns sozusagen sagen, wir Berlin, toll, das und das und das, so muss ich doch darauf hinweisen, wenn wir an der Stelle nicht auch punkten, was ja, wie wir gesehen haben, immer nur so gelingt, maximal so gelingt, dann wird es auch sehr schwer, bestimmte Konzepte umzusetzen. Ich sage nur Bauland, Verhinderung von Spekulation, das kann im Einzelprojekt immer gut laufen, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, wir brauchen ja nicht Symbole. Unsere Aufgabe ist als Verband auch wirklich genau zu gucken, was da passiert. Und da bin ich sozusagen manchmal etwas skeptischer, ob wir da schon einen guten Weg gefunden haben. Ich will das nur an einem Beispiel machen, weil Katalin mir so ein bisschen den Ball zugespielt hat, als es um die Frage ging, ob nun endlich auch Sozialhilfeempfänger sozusagen den Beitrag beim Mieterverein finanziert bekommen, was ja in anderen Städten schon längst der Fall ist. Wenn man sich das aber genau anguckt, dann ist da eine Formulierung drin, weil du den Rechtsschutz angesprochen hast, den dann auch Arme haben. Die Formulierung in der Ausführungsvorschrift ist, wenn Beratungsbedarf steht. Wenn jetzt der mit Beratungsbedarf ankommt, kriegt er keinen Rechtsschutz mehr. Als erst wollte ich nur mal darauf hinweisen. Das heißt, wenn man sich bestimmte Punkte anguckt, ja, im Detail, also ich kann mich hinstellen und sagen, wir haben das gemacht und es ist super, aber unsere Aufgabe ist doch zu gucken, wie entfaltet sich das wirklich und das auf den Prüfstand stellen und zu sagen, das haben wir bei jeder Regierung gemacht, sorry, und das machen wir auch bei dieser Landesregierung. Und mit diesem Schlusswort will ich mich verabschieden.